Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den LOL-Trends, dem wohl häuslichsten Trend der Welt. Look at me, ich chill in Leipzig, so gut ich kann. Und die LOL-Trends waren jetzt ein bisschen länger her. Ich muss erstmal ein bisschen Daten sammeln und so weiter. Und der 11.9er-Patch ist nun frisch draußen und hat ordentlich Wind reingebracht. Es ist der MSI-Patch und ja, in der Kluft ist einiges passiert. Beginnen werden wir dabei erstmal mit dem Champion des Patches und das ist the Queen of ADC. Es ist Jinx. Leute, Jinx ist super beliebt. Sie wurde ja so ein kleines bisschen sogar genervt, aber das macht ein Champion des Patches aus. Es ist ihr vollkommen egal. Kein Champion ist so oft gepickt wie sie aktuell. Jinx ist super beliebt. Von Tolgi nach wie vor gehasst aufgrund der unnormalen Base-Stats, was die HP angeht, die sie besitzt. Das heißt, sie kommen da sehr, sehr gut durch. Und sie ist in der Lage, wirklich wunderbare Zahlen nachzuweisen. Sie ist sehr, sehr beliebt und kann natürlich entsprechend den ein oder anderen Win einfahren. Bezogen aufs Item-Build gibt es auch nicht viel Variation. Es ist ein ADC. Man kann natürlich ab und zu mal ein Shield-Bow reinböllern, aber der Kraken-Slayer, it is. Grundsätzlich kann man sagen, dass Jinx natürlich ein Champion ist, der für Solo-Queue eigentlich perfekt ist, muss man sagen. Sie hat sehr viele Schwächen, also sie ist ein unmobiler Champion, muss häufig mit Thrash oder ähnlichem kombiniert werden. Und sie ist natürlich aber auch in der Lage, sehr gut nach vorne zu spielen. Wenn sie Turrets bekommt, wenn sie Geld bekommt, oder Gold eher, dann ist sie in der Lage, wirklich sehr, sehr gut einen Teamfight zu carryen. Und das macht, finde ich, einen guten ADC aus. Ganz klare Schwäche, ganz klare Stärke. Schön, kommen wir zum Abstieg der Woche. Damn, das Pferd, das haben sie eingeschläfert. Also Hecarim, he dead. Also das habe ich lange nicht mehr gesehen. So einen dramatischen Abstieg. 5 Patches hat es quasi gebraucht, um Hecarim in seine Schranken zu weisen. Und nun ist er tot. Die Zahlen, terrible. Also es ist wirklich der brutalste Abstieg, den man je gesehen hat. Aber Riot ist auch konsequent vorgegangen. Hat erstmal klein angefangen und der letzte Nerf war wirklich ein Kinnhaken. Also hier sind einige Dinge nach unten gewandert, quasi jedes seiner wichtigen Spells bis auf die Ultimate wurde genervt und das mehrmals und deshalb kann man das so ein Stück weit nachvollziehen. Es ist immer noch ein Champion, der sehr nervig ist und der natürlich noch einiges kann, aber er ist nicht mehr der Gott unter den Jungler. Schön, kommen wir nun zur Bann der Woche und zwar die Göttin im Jungle. Morgana, it is. Morgana ist konsequent bezogen auf die Bannrate. Alle liegen durchgeht, hassen sie gleich. Es ist nicht so, dass Diamond-Spieler sie mehr hassen, sondern es ist wirklich, alle wollen Morgana bannen. Mittlerweile ist sie nämlich sehr, sehr häufig im Jungle vertreten, bei einigen Stats bis zu 60%. Und bezogen auf das Item-Bild kann man auch beobachten, dass Liandris the way to go ist. Sie bekommt ja dadurch nicht nur sehr viel consistent Damage, sondern ist natürlich auch in der Lage, Ability Haste aufzubauen. Sehr nützlich auf Morgana, kann man sagen, um natürlich mehr Qs rauszufeuern. Sie hat keine schlechte Clear Speed. Ich habe auch schon die ein oder anderen Clips bekommen, wo sie Solo Baron macht und das vergleichsweise früh. Das ist natürlich erschreckend, aber dazu ist sie aktuell in der Lage und deshalb auch gefürchtet. Und ich bin selbst gespannt, ob man sie bei der MSI deshalb auch im Jungle sehen wird. Schön, und nun kommen wir zum Increase der Woche. Das ist mein May. Das ist der gute Shen. Shen ist ebenfalls ein Stück weit gebufft worden, hat jetzt Max HP bzw. Bonus HP Scaling auf seiner Ultimate drauf. Er holt also sehr, sehr schnell die alte Ult ein und ist natürlich aktuell sehr gefürchtet. Ne? Leute kriegen ihn immer mehr aufs Radar. Shen ist ein Champion, der Hashtag Einfluss hat. Na, der kann wirklich von oben so ein Stück weit nachhelfen. Hat viele gute Laning Phases. Einige dominiert er. Selten verliert er hart. Und das ist, glaube ich, so seine große Stärke. Er spielt nicht für die Kills oben auf der Lane, sondern für die Ult und Teamplays. Und das ist ja im Prinzip genau mein Playstyle. Und mittlerweile haben sich viele dran gewöhnt. Schön, kommen wir zu der Mechanik der Woche. Da hat Vandiri so ein kleines bisschen Detektivarbeit geleistet, indem er gesagt hat, hey, über was kann man denn alles drüber flashen? Und die meisten davon hatten wir bereits in den Mechanics drinne. Das heißt die Ezreal-Ult, Jinx-Ult und natürlich auch die Ashe-Variation. Man kann einigen Skillshots entgegendashen. Und nun herausbekommen, auch die Senna-Ult ist laut Riot ein Geschoss, eine Messel. Na, deshalb kann man auch über sie drüber flashen. Das Timing dafür ist katastrophal. Es ist super, super schwer. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Bogen hier ist quasi der Punkt, über den man flashen kann. Also das Geschoss, dem man entgeht. Und es ist vom Timing her katastrophal. Ich würde sagen, es gibt Situationen, wo man es probieren kann, aber raten kann ich es nicht. Also es ist wirklich, es ist ein ziemlich beschissener Timeframe. Wir haben ja auch schon vor etlichen Jahren auch das Lee Sin Q als Flashbar identifiziert und es ist halt super schwer. Aber du kannst das zweite Lee Sin Q und dessen Damage flashen.
Nur die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Schön, kommen wir nun zum Outplay der Woche. Und das hat natürlich auf Reddit seine Runde gemacht. Die Spieler der MSI sind natürlich gerade am Start. Alles riecht im Solo-Queue nach kompetitivem. Und der gute Faker macht natürlich Sachen, die einfach nur absolut insane sind. Hier sieht man nämlich einen Sylas gegen Akali Matchup. Er klaut die Ultimate von ihm. Und dann geht das Geflashe und Gedäsche los. Also das muss man sagen, das ist natürlich auf einem mechanischen, abartig hohen Level. Man muss das wirklich in halber Geschwindigkeit abspielen, um ungefähr eine Ahnung zu haben, was da passiert ist. Na, doppelte Ult heißt natürlich bei Akali plus Flash eine enorm hohe Mobilität. Und das Ganze kann zu Verwirrung führen, wenn auf der anderen Seite quasi auch eine Akali ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil er sehr bescheiden bei dem Play war. Nämlich gemeint, er hat sein Flash gewastet. Es war okay, aber er hätte sein Flash behalten können. Das war der Kommentar am Ende. Fand ich sehr, sehr gut. Und ist hier natürlich das Outplay der Woche. Schön, kommen wir nun zum Win der Woche. Und Riot präsentiert nicht nur verschiedene Games, die sie mittlerweile im letzten Jahr schon angekündigt haben und immer mehr representen, sondern auch eine eigene Animated Series. Das Ganze soll auf Netflix stattfinden. Den ersten Teaser hat es bereits gegeben und das sieht absolut fantastisch aus. Sie nehmen natürlich so ein bisschen Piltover, glaube ich, als Welt, also diese halb mechanische Welt und halt diese Chemtech-lastige. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das bietet auf jeden Fall genug Munition. Das heißt, man bleibt immer noch in diesem Fantasy-Genre drin, aber man kann halt noch so diesen Stadtflair, will ich mal sagen, einbauen, den man natürlich in einem Fantasy-Szenario nicht unbedingt hätte. Man muss ja dazu sagen, League of Legends halt ist ja weit verbreitet und hat entsprechend schon sehr, sehr viele oder ist in der Lage, viele Genres anzusprechen. Und es gefällt mir. Also ich muss mir wahrscheinlich jetzt auch Netflix holen. Schön, kommen wir nun zum PBE-Stuff. Da gibt es auf Surrender 20 aktuell noch nicht viel, aber es wurde bereits auf Twitter angekündigt, was geändert werden soll. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht so competitive. Wie gesagt, der MSI-Patch, der wird ja sehr, sehr lange bleiben. Und der 10er-Patch wird nun so sein, dass jetzt Änderungen zum Beispiel bei Face Rush mit dabei sind. Und vor allen Dingen, das finde ich sehr, sehr gut, Riftmaker und Abyssal Mask. Riftmaker ist super seltsam. Nur ganz, ganz, ganz wenige Champions können das Ganze nutzen. Und es hat nichts mit Decision-Making zu tun, ob ich einen Riftmaker hole oder nicht. Die Idee von Riot ist es ja, sein Item, was man kaufen möchte, sein Mythical, an den Gegner anzupassen. Und das Ziel haben sie noch nicht erreicht. Und Riftmaker ist unter anderem problematisch, weil, wie gesagt, die Stats da immer noch ein bisschen schwer sind, zumal es wirklich häufig genervt worden ist. Und eine andere traurige Sache sind Yumi-Buffs. Brücke hat sich dazu auch schon auf Twitter geäußert. Es ist natürlich eine Katastrophe. Yumi muss man nicht machen. Es ist einfach eklig, diese Katze wiederzusehen. Und Gott, und abschließend kommen wir zum Why der Woche. Das Ganze wurde mir per Discord eingeschickt und da hat jemand etwas sehr, sehr Unschönes erlebt in seinem Stream. Denn irgendwie hat Samira geschafft, sich nicht nur in die Auto-Attacks von Z einzuklinken. Und zwar wurde diese jedes Mal sichtbar, wenn er angegriffen hat, beziehungsweise da mit der Maus teilweise drüber gegangen ist, sondern Samira ist einfach so unsichtbar geworden. Für denjenigen, der das Ganze gerade gespielt hat. Also nicht für alle, sondern für den Spieler / Streamer selbst. Unangenehm natürlich, das Ganze aber aktuell nur 1 von 5 Ys wert, weil es natürlich so selten ist. Trotzdem unangenehm, wenn solche Bugs in irgendeiner Form entstehen, da du natürlich auf Gegner eigentlich reagieren solltest und sie zu sehen, wäre ganz praktisch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es noch Vergleichsbugs mit Nunu ebenfalls noch existieren, das ist eher unsichtbar. Mit dem Schneeball auf dich zukommen. Ich hoffe, das Ganze ist nicht so. An sich hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Heute mal eine kompakte Version. Ich hoffe, ihr habt noch eine wundervolle, entspannte Woche. Haut rein und viel Spaß beim Rank.